Okay, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer. Gemeinsam mit dem Leo Hochreiter und dem Udo. Hallo. Moin. Hi. So, will mal einer weiter pflügen? Ich bin. Weiter arbeiten. Ich habe eigentlich noch städtische Arbeiten vor mir. Ich hoffe mal, die bezahlen uns auch. Oder dich. Ja, hoffe ich auch. Ah, dann schwinge ich mich halt wieder rein. Bis dann. Jetzt gehe ich aber nicht zu Fuß, jetzt fahre ich mit dem Auto. Soll ich nicht fahren, Leo? Ich kann schon selber fahren, das passt schon. Oh, kriegst du das hin? Ja. Okay, passt. Aber hier. Faule Säcke. Lüfter. So, ich glaube, dein Funk ist noch an. Also, Entschuldigung. So. Das andere Knöpfchen drücken. Muss ich den jetzt wieder einstellen? Ja. So, machen wir halt das Stückchen hier noch fertig. Was ist das sich so davor ziert, der Udo? Keine Ahnung, 5-6 Mal doch drüber fahren, dann sind wir ja auch fertig. Geht ja mit dem Flug doch relativ schnell.
Ja, mal gucken, ob wir noch Kalk haben. Wenn wir keinen Kalk haben, dann müssen wir erstmal. Warte mal. Leo? Udo? Einer da? Ja. Du, haben wir noch Kalk? Wenn nichts mehr im Dings im Kalkstreuer drin ist, dann muss gekauft werden. Oh, kannst du mal bestellen? Oh, ich weiß nicht. So 6 Packen oder so. Oder 5. Mach ich. Jo, danke. Gleich fertig hier. Dann sollte man natürlich Kalk drauf machen. Ein bisschen dem Boden Nährstoffe hinzufügen. Mit dem Zeug hier. Also warte mal, es ist glaube ich doof, oder? Kann ich den da hinten reinstellen? Hey! Ja, was ist los? Oh, was schmuggelst du denn hier um? Leute, hier liegt ein Baum rum. Wo liegt ein Baum rum? Hier, da wo ich gerade bin, da liegt ein Baum rum. Kloppen mit der Axt klein. Ja, ich kann ihn. Kann ich ihn zerschnippeln? Oder verbrenn ihn. Oh nein! Nein! Oh, oh knapp, ey. Oh. Kann ihn nicht zerschnippeln. Echt. Pflegebereifung drauf. Leo? Leo? Ja? Ja. Hast du Kalk bestellt? Ist schon da, also laut Händler. Ah. Haben noch 11.000 Liter. Macht nie 2. Warum? Arbeiten, nicht so wie du. Ich bin auch am Arbeiten. Ach, du bist ein bisschen Bäume schnibbeln hier. Schnibbel dich gleich. Guck mal lieber zu, dass da hinten der Baum vom Feld kommt. Welcher Baum vom Feld? Den du da hingeschmissen hast. Die liegen am Feldrand, ja. Ich sag dir gleich, wenn der Trecker hier drüber fährt. Ich sag's dir. Hol nicht so weit aus. Der hier. Ja, ja. Fahr drüber. Alter, wenn die Achse kaputt geht, dann haben wir Stress. Ach,
dann ist ein Traktor. Das ist kein Limousin. Jo. Oder Sportwagen. Aber das ist nicht der größte Traktor. Aber auch kein Sportwagen. Nee, eben nicht. Ja, yeah, deswegen ja. Oh. Oh, oh. Hoffentlich bleibe ich nicht stecken, ey. Sonst schiebe ich dich nicht. Ja, Pflegebereifung und nasser Boden, ey. Er flücht aber jetzt rüber, ey. Ich bin gerade ein bisschen gerutscht. Ja, ja. Alles matschig hier. Perfekt. Ja, guck mal. Ja, was los? Warum fliegst du dann auch beim Regen? Ich flüg doch nicht, ich kalk, du Held. Also eh beim Regen geflügt. Ja, weil der Boden das besser mitmacht. Beziehungsweise die Maschinen. Gut. Frage beantwortet. Sehr gut gemacht. Hey. Immer diese dummen Schwätze, ey. Was bist denn du? Wie groß hast du denn jetzt das Feld gemacht? So circa Hektar. Keine Ahnung, glaub 20. Oh ja. Genau. Muss halt mal angucken. Komm. Aber dann bin ich da mit Kalben auch schon durch. Ich will den Zügel nicht. Die sind noch keine 20 Hektar. Keine Ahnung, kenn mich da nicht so aus. Jetzt aber auch mal eine Sämaschine holen. Jo, mach ich. Hat maximal einer. Gut, dann ist es so. Schon größer als das andere Bauten. Ja, denk auch, wir brauchen halt ein bisschen Land, weil sonst kommen wir nicht vorwärts. Was sollen wir denn ansehen? Irgendwas, was Geld bringt. Hafer für Stroh haben wir ja. Ach Leute, habt ihr nicht gelernt, dass man erst düngt, dann ansieht? Ist doch schon gedüngt, du Held. Ja? Ja, da wär's Gras untergekruppert. Auch ich höre ja nur den Funk. Ja. Auch dann meinen mitreden zu können. So, was mache ich jetzt?
jetzt mit dem scheiß Baum? Was ist denn mit Soja? Momentan oder Sonnenblumen? Ey. Brauchen wir, glaube ich, noch einen Ersatz für ein Ding, für einen Drescher, oder? Also, ja, das kann sein, sollen wir den Soja machen? Jo, mach. Können wir Milch draus pressen. Milch raus. Sojamilch. Ja, komm. Warum hat er eigentlich die Bäume hier nicht aufgeladen? Fauler Strick. Fauler Strick, ich sag dir. Oh, sorry, Funk war noch an. Ja, ihr habt ja die Bäume da hinten weggemacht, die wir eigentlich fürs Haus haben wollten, ne? Ach, das ist Bauholz jetzt, oder was? Ja, oder nicht? Oh, können wir machen. Ich häng fest. Wie, du hängst fest? Doch, geht irgendwie nicht weniger. Nimmst du halt mal einen gescheiten Traktor, der Johnny steht frei. Nein, weit. Nicht so einen popeligen Fendt. Steht euch popeligen Fendt? Ja, entweder was Richtiges oder gar nicht. Na dann 10,50er. Gut, mach aber noch mal ein kurzes Päuschen, ne? Ey, jetzt hast du wenigstens die Steaks draufgelegt. Ist doch viel zu früh, guck mal auf die Glocken, ey. Und? Ja, um 8 willst du hier Steak essen, ey. Also nimm mir alle Tassen im Schrank. Oft genug auf dem Bau, also komm jetzt ran hier. Ich will kein Steak. Du trinkst wahrscheinlich jetzt auch schon ein Bier, ne? Leo? Was ist denn? Beim Pfarrer eingeschlafen, oder was? Ich war's, willst du ein Steak? So. Komm erst später. Also, ja, hau rein. Ich halt alleine, Mann. Willst du was anderes? Nee, Ruhe will ich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.